Hallo zusammen, hier ist der Lutz und ich will euch mal eine weitere Waffe aus meiner Sammlung vorstellen, die ich jetzt mal auf den Catwalk schicke. Und zwar handelt es sich hier um meine HW-100 in der FSB-Ausführung. Das bedeutet eigentlich, dass sich das System nicht voneinander unterscheidet zu den normalen Ausführungen, sondern eigentlich nur in der Laufkonstruktion. Hier ist nämlich bei der FSB-Version über den eigentlichen Lauf hier hinten auf dieses Gewinde dann ein Hüllrohr geschoben, was ihr hier oben seht. Und dieses Hüllrohr ist ungefähr 9 cm länger als der eigentliche Lauf, wobei man dann, wenn man einen Wechsellauf haben möchte, darauf achten muss, dass dieser Lauf, der jetzt hier von mir verbaut wurde, der sogenannte 31 cm Lauf ist. Das heißt 31 cm, ca. 5 cm die Einstecktiefe ins System. Rest hier vorne dran, sodass vom Beginn des Laufs bis zum Ende des Laufs 31 cm sind. Und das Hüllrohr, seht ihr, ist hier ungefähr 8-9 cm länger. Das wirkt auch ohne diesen Schalldämpfer, der ein spezielles Gewinde hat, dass er innen reingeschraubt wird, als Schalldämpfung, wenn man die Waffe mal dort benutzt, wo kein Schalldämpfer erlaubt ist. Ich habe jetzt hier folgenden Trick gemacht. Was heißt Trick? Das ist mir dann so eingefallen. Der Lauf kam, die Waffe kam eigentlich mit dem Originallauf. Hier sieht man auch noch mal die Einstecktiefe in etwa mit dem sogenannten 41 cm Lauf. Der 41 cm Lauf plus den Schalldämpfer macht die Waffe natürlich sehr lang. So, jetzt hatte ich eigentlich, weil ich auch schon mal eine Carbine-Version hatte, gesagt, oh, das ist ja alles recht gut, aber Carbine war toll. Hatte halt nur die kleine Kartusche. Jetzt habe ich folgenden Trick gemacht. Ich habe die ganz normale HW-100 genommen mit der langen Kartusche und habe einfach den 31 cm Lauf aufgeschoben. Und das macht im Grunde genommen die Waffe, wenn ich das jetzt hier einfach mal so kurz zeige. So, das wird jetzt hier durchgeschoben. Dann hier hinten dann aufgeschraubt. Das macht die Waffe natürlich insgesamt vom System her, beziehungsweise von der Gesamtlänge, genauso lang wie eine Carbine, hat halt nur den Vorteil der größeren Kartusche. Und wenn hier dann der Schalldämpfer noch aufgeschraubt wird, dann habe ich einen großen Schaft, eine große Kartusche, aber den kurzen Lauf. Und von daher wird es wieder sehr kompakt. Das wollte ich euch eigentlich nur mal gezeigt haben, weil ich die Waffe im Moment auseinander habe. Denn ich habe den Originalschaft durch meinen Kumpel Thomas modifizieren lassen an 2 Stellen. Und zwar hat er hier für mich zwei Einschraubmuffen eingesetzt. Da haben wir dann Distanzstücke. Und hier haben wir dann das Schiffchen aufgeschraubt, so nennen wir es einfach. Das ist die Handauflage. Ferner haben wir dann hier noch für die Hand, für den Handballen ein Stück aufgesetzt. Das hat den Vorteil, dass die Waffe einfach mehr Stabilität auf dem Handballen gibt und insofern, sagen wir mal, insgesamt noch führiger ist, als er eh schon ist. Ansonsten habe ich die Schaftkappe ersetzt durch eine verstellbare, wobei die ursprüngliche auch prima ist, wie eigentlich der ganze Schaft, das ganze Gewehr. Das ist in sich stimmig und macht einfach nur Spaß. Ich will diese Waffe
für das Hunterfield-Tage benutzen und da hoffe ich, dass ich mit der jetzt gezeigten Modifikation nicht außerhalb des Regelwerks liege, denn das besagt, dass ich eigentlich von Oberkante Lauf bis Unterkante Handstütze maximal 15 cm haben darf, aber ich glaube, das schaffe ich. Wenn nicht, würde ich hier einfach die Distanzhülsen verkürzen. Ansonsten, ja, Hunterfield-Target war das Stichwort. Ich habe hier ein Zielfernrohr aufgesetzt von UTG, ein 1 bis 8x28 ohne Parallaxenausgleich, hat nach Angabe wohl eine fixe Parallaxe bis 35 Meter und das wäre ja doch eigentlich für das Hunterfield-Target auch ganz okay. Ansonsten würde ich Folgendes vorschlagen, ich beende das Video hier an dieser Stelle mal, ihr habt einen groben Überblick, wie so ein Ding zerlegt aussieht und ich mache jetzt noch schnell einen zweiten Teil, wenn ich sie dann zusammengeschraubt habe. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Danke euch, bis zum zweiten Teil. Tschüss.